Herzlich willkommen bei Tumpfis Kanal. Heute kommt meine Obstpresse endlich zum Einsatz. Die Trauben sind reif und als erstes werden sie jetzt mal abgeerntet. Die Weintrauben sind jetzt abgeerntet. Ein voller Kübel ist es geworden. Jetzt werde ich die Trauben vom Gerüst abtrennen und aussortieren, damit nur die besten Trauben in meinen Traubensaft kommen. Die Weintrauben sind jetzt sortiert. Einen Dreiviertel Kübel voll habe ich zusammengebracht. Das Ganze wird jetzt noch mit einem Stampfer etwas zerstampft, weil ich nicht mit den Füßen pressen möchte, wie anno dazumals. Dann hinter mir ist schon die Presse aufgebaut und jetzt geht's endlich ans Pressen. Jetzt kommt einmal der Presskorb auf die Presse. In den Presskorb kommt dann ein Presstuch. Es gibt Geschäfte, da kann man sowas kaufen. Ich habe es selbst genäht aus Baumwolle, Stoffwindeln, 100% Baumwolle, kann man nach dem Gebrauch wieder auskochen und ich schätze, das wird auch funktionieren. Und jetzt kommen die zermatschten Trauben rein. Und dann geht's endlich los. Und der erste Saft läuft schon. Das Presstuch wird jetzt hineingeklappt. Und das Pressholz montiert. Und los geht's mit dem Pressen. Zwei, drei Liter sind es auf alle Fälle. Den Traubensaft, den frisch gepressten, werde ich jetzt auf 75 Grad erhitzen. Da habe ich auch so ein
ein Kochthermometer, 75 Grad angegeben. Ich glaube, genau das gleiche hat auch der Selbstversorger Ringotti. Den verlinke ich euch da oben. Ist ein toller Kanal, den ich mir immer wieder gern anschaue. Und der hat auch erst letztens Traubensaft gepresst. Gute 4 Liter Traubensaft sind sie jetzt geworden und endlich kommt es jetzt zur Verkostung. Spitze. Total gut. Hoffentlich wird es nächstes Jahr mehr werden. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da, ein Kommentar oder ein Abo. Ich würde mich freuen. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal.